Peace, Vova hier. Ich habe im letzten Video meine ersten Gedanken zu jedem einzelnen Pokémon aus der Sinnoh-Region und ihren zusätzlichen Formen mit euch geteilt. Und heute geht es an die Pokémon aus Einol. Natürlich im Schnelldurchlauf. Fangen wir an. Wieso genau ist er vor den Starter-Pokémon im Pokédex? Mag ich aber echt gerne. Hervorragend. Passende Entwicklung. Ganz cool. Sehr, sehr cool. Ich habe es selbst als Plüschtier. Witzig, cool, auch wenn ich es ungewollt immer wieder gemobbt habe. Süß, awesome, nicht so meins. Welche Drogen färben deine Augen so und woher bekomme ich diese? Also, ich frage für einen Freund. Könnte ein Charakter bei Looney Tunes sein. Süß. Zwischen ihm und Yorklef sind gefühlte 3 Jahrzehnte vergangen. Zwischen ihm und Teddy Bark sind gefühlte 30 Big Macs vergangen. Super. Cool. Ist okay. Nicht meins. Ganz okay. Schaut freundlich aus. Ist okay. Schaut ebenfalls freundlich aus. Ist okay. Ist bestimmt ganz süß. Ich mag den Namen. Dusselgur. Ist okay. Designtechnisch cool. Hervorragend. Wenn Galoppa vom Typ Elektro wäre, würde es ziemlich genau so aussehen. Wo sind seine Augen? Ganz okay. Cool. Schaut aus, als hätten sie versucht, Zubat knuffig zu machen. Ich meine, er versucht, süß zu sein mit den ganzen Herzchen. Tolles Pokémon. Awesome, stark. Oh nein. Von allen Pokémon der Einol-Region bekommt ernsthaft dieses Pokémon die Mega-Entwicklung. Von nun an werde ich einen Counter oben rechts einblenden für jedes Pokémon, bei dem ich mir mehr eine Mega-Entwicklung gewünscht hätte. Schaut frech aus. Angeber. Schaut aus wie ein Endboss. Sehr cool. Der verunglückte Klonversuch von Quapsel. Der böse Zwilling von Quapuzzi. Schaut aus, als hätte er gefurzt und wäre stolz drauf. Ganz cool. Mag ich. Süß. Wie so viele Dinge in der Natur braucht es Zeit, um ihre wahre Schönheit zu zeigen. Mag ich. Cool. Nee, muss nicht sein. Schnell unterwegs. Ist okay. Stark. Passt. Schönes Pokémon. Er schaut so aus, als hätte er einen beim Sushi-Essen erwischt. Mag ich. Ich liebe das Design. Die schwarzen Stellen bei seinen Augen schauen aus wie eine Sonnenbrille. Fantastisch. Schaut aus wie ein glückliches, rundes etwas. Energie! Yeah! Wie zum Geier ist das passiert? Ich mag Kakteen. Kreativ. Trägt einen ganzen Wolkenkratzer mit sich rum. Ich liebe es, vor allem dann, wenn es immer wieder versucht, seine Hosenhaut hochzuziehen. Gewohnheiten ändern sich nie. Mythisch. Ist okay. Wie zum Geier sind die auf den Namen Echner toll gekommen. Straight Outta findet Nemo. Stark. Straight Outta in einem Land vor unserer Zeit. Gewöhnungsbedürftig. Das hässlichste Pokémon. Ich meine, es ist legit ein Müllsack. Oh Mann, wie kann sich ein Müllsack weiterentwickeln? Allerdings muss ich sagen, wäre ich so gespannt darauf zu sehen, wie eine Mega-Entwicklung von diesem Pokémon aussehen würde. Plus eins für den Counter. Hervorragend. Kreativ im Design und im Gameplay. Liebenswürdig. Süß. Post ist da gerade für ein Selfie? Mag ich nicht. Ganz okay. Ist das ein Scheißhaufen in seiner Blase? Dieses Mal ohne Scheißhaufen. Gefällt mir. Mag ich sehr gerne. Die Ente, die auch deine Toilette sauber hält. Erinnert mich immer an das Black Swan-Phänomen. Lecker. Ein bisschen zu viel Eis, aber an einem heißen Tag sage ich nicht nein dazu. Ohne Spaß. Der Linke schaut aus, als ob er die ein oder andere Kugel Eis zu viel hätte. Bambi! Ich mag die Herbstform am meisten. Das Design mit der Jahreszeit zu verändern ist eine tolle Idee. Hier mag ich auch die Herbstform am meisten. Süß, witzig, das ist ein Ritter. Ganz okay, absolut tanky. Geht besser. Der männliche schaut aus wie Mr. Pringles. Tolles Support-Pokémon. Süß, unterschätzt stark. Schaut aus wie ein Ü-Ei für die, die in den salzigen Spucknapf gehen. Ein absolut nervig starkes Pokémon. Nope, definitiv nicht. Nice try. Nicht meins. Vom Design hat es schon Ähnlichkeiten mit Alabis. Cool, jeder kennt es und jeder vergisst es. Jeder kennt es und jeder vergisst es, wobei ich mir echt wünsche, dass es gebufft wird. Süß, mag ich nicht. Ist okay, mag ich. Hat immer 2 Fluglandebahnen dabei. Awesome, eins der süßesten Pokémon. Untenrum wuschig. Einzigartig, witzig, erinnert mich immer an Koga. Ist ein harter Wettbewerber im Thema schlechtestes Pokémon-Design. Ist okay, klasse. Ich kenne niemanden, der etwas Nettes zu diesem Pokémon gesagt hat, wenn überhaupt. Also, hey, Shadrago. Ich mag dich. Ganz cool. Ich stelle mir immer vor, wie so ein kleines Pokémon in diesem Golem sitzt und es steuert. Wunderbar. Awesome. Schaut aus wie ein Tauros aus den 70er Jahren. Mein Lieblings-Pokémon aus der Einol-Region. Hervorragend. Witzig. Was ein Geier. Ebenfalls ein abgestoßenes Pokémon. Ganz witzig. Derpy. Daraus könnte was Cooles werden. Awesome. Ist okay. Nicht so meins. Der Mutige. Der Starke. Ja, die ist auch dabei. Bosshaftes Design. Er hat sich zwar verändert, der Blick ist aber geblieben. Die bosshafte Pose scheint wohl das Ding von denen zu sein. Mag ich sehr gerne. Unterschätzt stark. Schaut euch das Pokémon an und sagt mir, ihr denkt nicht an den legendären blauäugigen weißen Drachen. Und dieses Pokémon hat auf jeden Fall Ähnlichkeiten mit den rotäugigen schwarzen Drachen. Was hat der eigentlich hier im Pokédex verloren? Müsste er nicht nach Voltolos kommen? Seit Generation eines der beliebtesten und stärksten Pokémon in Online-Kämpfen. Episch. Hervorragend. Absolut cool. My little pony. My little pony. Das nenne ich ein Horn. Mag ich. Mag ich mehr. Sehr coole Idee. Gut, das waren sie. Was haltet ihr von den Einol-Pokémon?
Pokémon? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Und wenn ihr gerade schon dabei seid, gerne liken und ein Abo dalassen. Ich wünsche euch noch einen verdammt schönen Tag. Ich bin raus. Peace out.